Ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von The Mercury Assistant. In der letzten Folge haben wir tatsächlich in der allerletzten Version, ziemlich zum Schluss, etwas gesehen. Also ich habe es noch im letzten Moment gesehen, bin aber nicht mehr drauf eingegangen. Im Schnitt habe ich dann tatsächlich bemerkt, dass an der Wand ein Code stand, also nicht komplett, sondern nur die erste Ziffer, die 1, und die letzten beiden Ziffern waren jeweils eine 4. Und ich denke, das sind schon die ersten Ziffern für unseren Code hier. Ja, okay, wir machen aber mal ganz normal weiter. Vielleicht kriegen wir noch die andere fehlende Vision und können dann dort runtergehen. Ja, also, Klemmbrettchen, gucken uns den Herrn hier mal an. Nichts, nichts. Ja, die Omi, die war sowieso verdächtig. Also, da kann ich noch nicht drauf zugreifen, wie immer. So, Rücken hätten wir auch erledigt. Hier war es aber sonst relativ unspektakulär. Da noch ein Fleckchen, Leberfleck. Ja, hier ist alles sauber. Und hier, ja, ein paar Pöstelchen. Aber sonst geht's. There we go. Ja. Okay. Dann tragen wir das mal ein. So, Nummer 3. 35. Rechte Schulter. Rechter Arm. Rechtes Bein. Linke Schulter. Linker Arm. Und das war's. Ja. Zettelchen. Schon mal mitnehmen. Also, uns fehlen jetzt noch 3 Ziffern für unseren Code, den wir ja brauchen, um da unten reinzukommen. So. Ja. Gut, 3 Symbole haben wir auch bekommen. Mal gucken, ob wir damit schon was anfangen können. Das brauchen wir nicht. Hier. Zugangscode 5433. So, von den Kombinationen her, mal gucken, ob wir da noch mehrere Möglichkeiten haben. So, wir haben eine 5, wir haben ein T, das ist es nicht, das ist es auch nicht. Da fehlt das Y. Hier passiert zum Glück nichts. Das haben wir, das haben wir, aber Y fehlt. Und das ist es auch nicht. Sehr schön. Zweite Kategorie. Negativ. 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 Das könnte es noch werden. Mazet. Mazet könnte es werden. Haben wir noch eine Auswahl? Haben wir noch eine Auswahl? Das nicht. Das könnte es auch sein, obwohl, ja doch, könnte auch sein. Vermock oder Mazet. Ja. Ja, genau. Vermock oder Mazet. Ja, dieses Y. Gut. Das heißt, das letzte Symbol brauchen wir tatsächlich noch. Okay, Nadelinjektor, Nadeln. Mittlerweile weiß ich, wo alles liegt. Heute gehe ich mal hier lang. Hier darf ich nicht lang. Ach, die alte Schachtel wieder. Warum nur? Ich versuche mal die Zeit zu nutzen.
Don't you love your grandma? Nein. It's so cold out here. I have to come in. Let me in. Hau ab, Oma. Ich habe hier schon eine nettere Oma kennengelernt. You little bitch. Ja, tut mir leid. So. Okay. Hier waren wir stehen geblieben. Dann ist es wieder dunkel. So. Ich hoffe doch sehr, dass wir heute ein neues Ende sehen werden. So. There we go. Irgendwas passiert wieder. Augenkappen. Blutunterlaufene Augen hat der Kerl. The door is open. Alright. Ist die Tür schon wieder auf? Ist aber ziemlich oft hier so. So, die Flüssigkeiten. Fange ich mal hiermit an. Einmal. Zweimal. Dann war hier was, ne? Hier drauf, genau. Du mockst aber ganz schön. So. Dann hier drüben noch Methanol. Und das hier noch. That's not it. Das hört sich aber sehr komisch an jetzt. That's not it. I already have one of those. Ach so, das habe ich schon. Hier. I can't hold anything else. Ja, natürlich. Natürlich kannst du das nicht, aber jetzt wieder. So, Escape. Einschnitt. Alles noch in Ordnung. Das brauchen wir nicht. Ich will hier nicht wieder hin. Nein, das ist nicht die Vision, die wir brauchen. Die hatten wir ja zuletzt auch noch. Eine Massage mal wieder mit dem Stein hier. Just give in. I'm so sorry. What a familiar voice. Be more comforting. Just let me hear, Rebecca. It won't be over. So, Arterienklemme. Mal ganz gelassen weitermachen. Schläuche. Das gefällt mir auch wieder nicht. Aber wir kriegen jetzt gleich das fehlende Symbol noch. So. Und einmal spülen. Gibt es das bestimmt vorne? Oder hier hinten noch? War eher vorne. Ja. The door is open. G. Ein G.
Wir haben nicht die passende Vision bekommen. Hier, Mazet ist es. Geh oben 5 links. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's embalming any ghost bodies or whatever. So, und dieses T nach unten. Das hätten wir dann schon mal. Ich guck noch mal eben. Genau. Alles klar. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen mal wieder. Schnitt war doch schon zu. Ich werde gar nicht mehr gebraucht hier. Infusionsbeute, Körperhöhenflüssigkeit. Troka. So. Weiter geht's. Ganz geschwind. Hier nochmal. Da noch ein bisschen. There we go. So. Toilette. Alles schön sauber machen, wie immer. Wir sind ja vorbildlich. So. Moment. Ich wusste es. Ah, ist das das Passende? Ist das das, was wir brauchen? Zu? So, dann geht's hier weiter. Hallöchen. Danke. Schade. Jetzt aber. Das haben wir. Feuchtigkeitspads. So. Die Musik passt mir nicht. So, wunderbar. Right. Körper zurückbringen. Und dann würde ich noch mal gerne die Omi nehmen. So. Es war mir eine Ehre. Jetzt kommt noch mal die nette Dame. Mal gucken, ob sie immer noch lächelt. Ja, sie lächelt immer noch. Ich
Ich würde ganz gerne sie nehmen. Aber ich weiß halt nicht, ob das alles so gut ist. Ich denke aber nicht. Okay, ich habe jetzt mal alles ausprobiert. Ich glaube aber, dass uns leider die passende Vision fehlt. Und ich glaube, wir müssen jetzt was machen, weil sonst sterben wir wieder. Kurz oder lang. Okay. Wenigstens eine Trophäe erhalten. Sehr schön. Come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond at this point. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. So we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves, constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Also, wie lange richtig? Haben alles richtig gemacht. Aber leider haben wir kein... Ja. Leider haben wir kein weiteres Ende gesehen. Ende 2 von 5. Ja, 1, 2 und 3 haben wir ja schon. Ja, ich würde sagen, wir machen nächstes Wochenende hier weiter. Das heißt, wieder Samstag, Sonntag. So ähnlich werden wir es dann wieder handhaben. Und hoffen dann, dass die passende Vision kommt. Zumindest haben wir schon mal eine Vision gehabt, wobei wir halt ein paar Ziffern von dem Code bekommen. Das war ganz nett. Ja, und ich fände es auch nett, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also bis dahin, bleibt mir gewogen. Tschüss.